Ob die Kurse der Aktienmärkte oder die Kurse der Anleihen, alles steigt. Das ist ja nur ein bisschen wahnsinnig. Und wie wahnsinnig, das wollen wir uns in diesem Video mal anschauen, was zum Beispiel Sven Henrik, glaube ich, wirklich auf den Punkt bringt. Der neue Bullcase ist der, es zählt gar nichts mehr, egal. Die Schulden zählen nicht mehr, Wachstum zählt nicht mehr, Gewinne zählen nicht mehr. Entlassungen, Massenentlassungen zählen nicht mehr, Bewertungen zählen nichts mehr, Steueranhebungen zählen nichts mehr, denn irgendwie ist doch alles bullisch. Hauptsache wir haben die Geldmaschine, die alles irgendwie übertüncht mit neuem Stimulus oder mit neuen Maßnahmen, neuem QI, und das nicht nur in den USA, sondern auch in Europa. Und das gilt ganz besonders für den europäischen Anleihemarkt, den wir uns zunächst mal in diesem Wahnsinnsspektakel zuerst anschauen wollen. Und dann sehen wir hier zum Beispiel die Schulden der Italiener in Relation zum BIP. Die Kurve geht ziemlich klar nach oben, wird ein neues Allzeithoch demnächst erreichen, was die Schulden betrifft, und die Rendite, also die Zinsen, die Risikoprämien für italienische Anleihen gehen immer weiter nach unten gegen Null. Das macht natürlich Sinn, dass die Verschuldung steigt. Wenn ich diese Schulden kaufe, kriege ich immer weniger dafür. Das wäre in der freien Marktwirtschaft, die wir ja leider nicht mehr haben, nicht möglich, aber es ist durch den Notenbanksozialismus möglich, der die Eigentumsverhältnisse nicht anfasst, sondern die Besitzenden eben ausbellt. Und wir sehen hier ein paar wunderbare Beispiele. Wir haben zum Beispiel die 100-jährige österreichische Anleihe, die jetzt auf dem höchsten Stand seit März notiert. Und wenn man diese 100-jährige österreichische Staatsanleihe kauft, dann kriegt man dafür satte 0,5% Zinsen. Das ist mal eine dicke Rendite. Wenn Sie 50-jährige spanische Staatsanleihen kaufen, dann sieht das nicht so wahnsinnig viel besser aus. Da sind wir praktisch auf neuem Allzeittief. Das gilt für italienische Staatsanleihen, das gilt für griechische Staatsanleihen. Warum ist das so? Nun, weil die Märkte erwarten, dass die EZB gar nicht anders kann aufgrund der Situation der wieder nachlassenden Wirtschaft, der wieder aufflammenden Coronavirus-Epidemie, eben zu agieren, Staatsanleihen zu kaufen, noch mehr sozusagen von derselben Medizin zu verabreichen, die bisher ja scheinbar nicht so wirklich gewirkt hat, sonst müsste man das ja nicht alles wirklich machen, wie mir scheint. Jedenfalls ist das sozusagen das, was sowohl Aktienmärkte nach oben bringt, als auch Anleihemärkte nach oben bringt. Die Aktienmärkte sagen sich, egal, Hauptsache Stimulus, ob vor der Wahl, nach der Wahl, der wird sowieso kommen, ob Biden oder Trump, egal, es wird eben sowieso mehr Geld gedruckt, vielleicht stimmt das auch. Hier sehen wir ja zunächst mal die Geldmenge in Relation zum Fiskaldefizit etwa in den USA. Und da sehen wir haben hier um und bei 15-16% Defizit dieses Jahr bei den Amerikanern, und die Geldmenge explodiert. Was soll man da tun? Natürlich die Kapitalsammelstellen sagen sich, was soll man machen? Wir brauchen Rendite, bei den Anleihen kriegen wir sie nicht mehr. Dann kaufen wir da irgendwelche super günstig bewerteten Tech-Aktien, wie eine Apple, deren Umsatz sich ja vervielfältigt hat in den letzten Jahren. Wie wir wissen, geradezu wie eine Rakete nach oben geschossen ist. Naja, gut, die Bewertung, nicht die fundamentalen Kennzahlen, aber sei es drum. Jedenfalls sehen wir, dass auch Donald Trump das natürlich ganz toll findet. Jetzt vor der Wahl sitzt Donald heute mit, ja, Aktienmärkte nahe der Allzeithochs oder at an all-time high. So ganz, so weit sind wir noch nicht. Der S&P kratzt schon so langsam dran mit 30, 40 Punkten, die noch fehlen. Und wenn ihr Sleepy Joe wählt, also Biden wählt, dann habt ihr Steueranhebungen, das wird für Unternehmen besonders stimmen. Ihr habt Joblosses, naja, das weiß man nicht, und ihr habt eine Depression, wie ihr sie noch nie gesehen habt. Also wählt mich. Heute auch eine Salve von Tweets von Donald Trump, wo er sagt, ja, hier Kalifornien praktisch kaputt, New York kaputt, alles kaputt, also Trump wählen, dann besser. Und Stock Market up big, dann der Tweet von Donald Trump, oft nicht so ein gutes Zeichen, was das Timing betrifft. In letzter Zeit hatte Donald Trump da einen geradezu grandiosen Riecher entwickelt, an Wendepunkten nochmal solche Tweets abzusetzen. Muss diesmal nicht so sein, kann aber sein. Schauen wir uns mal an, wer eigentlich von diesen von Donald Trump so stark besungenen Aktienmärkten profitiert. Dann sehen wir, es sind die obersten 1%. Denen gehört in den USA mehr als 50% des Aktienmarktes. Die unteren 20% sind seit der Finanzkrise deutlich schlechter aufgestellt in Sachen Aktien. Je reicher, je mehr Einkommen, umso besser schaut es aus, desto mehr Aktien haben die Leute. Aber es ist schon überproportional, dieses 1%. Wenn Donald Trump also neue Aktienmarkthöchststände feiert, dann feiert er faktisch den Reichtumsgewinn von 1%. Das wird aber die Wahl für ihn nicht gewinnen. Das ist das große Problem. Und wir sehen hier zum Beispiel jetzt eine Analyse von Goldman Sachs, die so die ganzen Meinungsforschungsinstitute zusammenfasst.
die sich natürlich irren können. Und die Trump-Anhänger sagen sich, natürlich irren die sich 2016 geirrt, werden sich 2020 irren, 2021, 2500 irren. Ja, solange Trump im Spiel ist, wird man sich irren, wenn es nicht für Trump ist. Das ist völlig klar. Aber es sieht so aus, dass sozusagen in den Swing States, in den wichtigen Staaten, Biden eben doch einen ziemlich großen Vorsprung hat. Ob das wirklich valide ist, werden wir später sehen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass sich die Wall Street eigentlich schon eingerichtet hat auf einen Biden-Sieg. Und dann sagt man sich, okay, wo ist eigentlich der Unterschied? Okay, wir kriegen höhere Steuern. Na gut, wir kriegen mehr Regularien. Das gilt vor allem für den Energiesektor. Und da sagt zum Beispiel Goldman Sachs, naja, für Öl ist das gar nicht so schlecht. Für den Ölpreis zumindest. Denn wenn wir neue Regularien haben, dann wird die Produktion teurer. Dann werden wir steigende Ölpreise sehen. Deswegen gehen die Märkte auch davon aus, aha, wenn Biden gewinnt, werden wir insgesamt eben mehr Stimulus sehen und werden dadurch mehr Inflation sehen. Das ist sozusagen die Grundauffassung derzeit. Man traut Biden immerhin zu, dass er ein bisschen freundlicher ist zum Ausland, also nicht mehr America First so eindeutig postuliert, sondern zumindest etwas abgedämpfter und vielleicht sogar einen Mindestlohn wird einführen wollen bei $15. Auch das wäre inflationär. Inflation entsteht meistens dann, wenn Löhne deutlich steigen. So zumindest die Vergangenheit. Er wird weiterhin ziemlich harsch gegen China auftreten, wenngleich wahrscheinlich mit einem anderen Stil, mit einer anderen Tonart, so darf man vermuten. Und natürlich große Defizite fahren, wie auch Sir Donald, der ja eigentlich versprochen hatte, diese Defizite auf Null zurückzufahren. Das ist ihm großartig gelungen. Aber schauen wir uns jetzt nochmal ein paar Dinge an, hier in Sachen Markt. Wir haben heute wahrscheinlich einen massiven Short Squeeze im Nasdaq. Die anderen Indizes in den USA steigen auch. Der DAX steigt auch ein bisschen, aber es ist vor allem der Nasdaq und der hat jetzt einen 2-Stunden-RSI, der sich hier gewaschen hat. Der ist sozusagen auf dem höchsten Stand in diesem Jahr. Das muss man sich mal vorstellen. Wir haben schon vor dem heutigen Montag, nämlich mit Schlusskurs am Freitag, 91% der Nasdaq-Werte gehabt, die über ihrem 200-Tages-Durchschnitt handeln. Jetzt kam heute nochmal diese saftige Rallye obendrauf. Also da würde man untertreiben, wenn man sagt, der Markt ist kurzfristig überkauft. Und wir sehen, das liegt wahrscheinlich daran, dass die Shorties hier böse erwischt wurden. Hier die Short-Kontrakte auf den Nasdaq 100, die zwar zurückgegangen sind, aber eben nach wie vor der Fall sind und das scheint es sozusagen hier zu wirken. Insgesamt sehen wir, und das ist vielleicht ein Trend neben diesem Notenbanksozialismus, dass immer mehr Menschen bei größeren Firmen angestellt sind, weil immer mehr kleine Firmen praktisch ihre Existenz verlieren. Hier sehen wir die blaue Linie. 1980 waren noch weit über 40% in kleinen Firmen angestellt, nur etwa 30 in großen Firmen mit über 5000 Angestellten oder mit über 5000 Mitarbeitern. Das ist so ein Trend. Die Großen werden jetzt durchgeschleppt. Das ist in Deutschland genau das Gleiche. Solo-Selbstständige, kleine Firmen, die gehen über die Wupper, weil man eben die Großen rettet und die Kleinen nicht. Das ist genau der Punkt. Wir haben Stimulus-Optimismus. Naja, wenn nicht jetzt, dann nach der Wahl. Und wir haben irgendwie Tech-Optimismus, morgen ja Apple mit seiner Vorstellung des 5G-Handys, das wahrscheinlich so schnell ist, dass das Internet, das in den USA zumindest der Fall ist, und das ist ja schon deutlich besser als unseres hier in Deutschland, diese Geschwindigkeit gar nicht darstellen kann, weil die Leitungen dazu gar nicht in der Lage sind. Und was wir hier sehen, das sind die Trends in Sachen Coronavirus. Das ist so etwas, was man so ein bisschen jetzt noch beiseite schieben kann. Aber hier sehen wir zum Beispiel Frankreich mit dieser Kurve, die inzwischen ja deutlich, deutlich schlechter aussieht als auf dem Hochpunkt der Corona-Krise im März. Ähnlich in anderen Ländern, zum Beispiel UK, sehen wir hier heute, dass Boris Johnson gesagt hat, okay, wir müssen jetzt neue Maßnahmen ergreifen. Manchester soll wohl jetzt auch betroffen sein. Liverpool war vorher schon betroffen. Und Johnson hat heute gesagt, es sind mehr Leute im Krankenhaus als auf dem Hochpunkt während des Lockdowns. Und die Infektionsrate hat sich in den letzten 3 Wochen vervierfacht. Also da haben wir schon einen alarmierenden Trend. Jetzt sagen sich die Märkte, who cares? Ist doch egal. Wir haben die Notenbank und der Notenbank werde ich schon alles kaufen. Und deswegen werden die Vermögenspreise steigen. Das ist die Logik sozusagen des heutigen Tages. Ob das alles so funktioniert, wird man sehen, aber es ist derzeit eben der Fall und das, obwohl jetzt immer weniger Leute zum Beispiel in den USA sagen, sie würden sich impfen lassen, wenn dann ein Impfstoff käme. Inzwischen spricht eigentlich keiner mehr von einem Impfstoff noch in diesem Jahr, der wirklich zugelassen ist, erprobt ist, in irgendeiner Form, naja, zuverlässig sein könnte, bis auf Donald Trump, der sagt ja immer momentarily, also jede Sekunde ist der da.
vielleicht eine eigene Zeitauffassung, so eine Zeitdimension à la Trump. Momentarily heißt dann so in 3 bis 4 Jahren, ist momentarily, keine Ahnung, jedenfalls sehen wir, dass eigentlich die Impfstoffhoffnung heute ausnahmsweise an einem Montag nicht der Treiber ist. Normalerweise ist Montag ja Impfstoffhoffnungstag. Heute haben wir jetzt vor allem Tech-Hoffnungstag, weil Stimulus-Hoffnungstag oder Hoffnung, keine Ahnung, jedenfalls sehen wir die krassesten Auswirkungen insgesamt am Anleihemarkt, aber auch der Aktienmarkt, der bleibt da nicht weit hinterher. Mal schauen, wie es noch weitergeht. Wie gesagt, im kurzen Zeitfenster sehr, sehr, sehr überkauft. Der Nasdaq, das kann normalerweise nicht wirklich noch so weitergehen, längere Zeit. Da ist normalerweise eine technische Korrektur einfach unabdingbar. Wir werden sehen, ob sie kommt. Ich wünsche das Allerbeste und sage Servus und Ciao.